Der grüne Komet. Als er das letzte Mal an der Erde vorbeirast, haben ihn noch die Neandertaler bestaunt. Jetzt ist er wieder da. Offizieller Name C2022E3. So nah wie nie rast er an uns vorbei, verfehlt die Erde nur um rund 42 Millionen Kilometer. Das ist ein knappes Drittel der Strecke zur Sonne. Alle 50.000 Jahre können wir ihn sehen. Zuletzt haben unsere Urahnen das Glück gehabt. Vor 617 Generationen. In den kommenden Tagen kann der Komet sogar mit bloßem Auge zu erkennen sein, aber nur, wenn Sie wissen, wo er sich gerade befindet. Der Komet ist im Durchmesser etwa einen Kilometer lang, aber nur so hell wie die lichtschwächsten Sterne, die wir am Vorstadthimmel erkennen können. Wenn Sie sich auf die Lauer legen möchten, besonders gut zu sehen sein soll der Komet aber an einem mond- und wolkenlosen Abend ab dem 8. Februar.